Ich überlege gerade, ob ich einen anderen Weg nehme, aber ich glaube nicht. Ich glaube, wir versuchen es einfach genauso nochmal. Da gab es ja auch ein paar Abzweigungen. Vielleicht nehme ich da irgendwo einen anderen Weg. Hey, vielen Dank fürs Folgen. Aber wie oft ich im Blighttown kapiert bin, wir können ja einfach mitzählen. Eins. Holy Cappuccino. Wo die Fackeln sind, sind leider. Naja, das habe ich jetzt schon rausgefunden. Ach komm! Macht eigentlich. Oh Gott, ey, was mache ich denn gerade? Macht es für die Vergiftung einen Unterschied, ob man menschlich ist oder nicht? Also würde, hätte es mich jetzt nicht so extrem dahin gerafft, wenn ich menschlich gewesen wäre? Man dagegen so Zeugs bessere Resistenzen. Nochmal gucken, ob ich jetzt hier irgendwas beim Kämpfen irgendwie übersehen habe. Glaube nicht. Also halt gar nicht unbedingt erzählen, was jetzt irgendwie Humanity generell für einen Unterschied macht, nur ob das jetzt bei Gift irgendwie einen wichtigen Einfluss hat. Oder ob man halt einfach verreckt, wenn man vergiftet wird hier. Zumal ich ja nicht mal gecheckt habe, was mich da vergiftet hat, aber anscheinend irgendein Bogenschütze am Arsch der Heide. Wirkt momentan jedenfalls nicht so, als ob man da irgendwie beim Anfang wieder rauskäme. Ach du Scheiße! So richtig viel heilen tut mich der Ring aber nicht, oder?
Oder sind es nur... Ist das so ein PvP-Ding mit menschlichen Gegnern? Wie, was war da genannt? Was... Vom Fallen Enemies. Eigentlich müsste es doch von allen sein. Macht keinen Unterschied. Foxin. Brauchst du ein lilanes Kraut mit weißen Blüten? Okay. Ich hatte halt irgendwie nur gedacht erst, dass ich irgendwann mal was... Ach Gott. Was genau hat mich jetzt vergiftet? Ich kann ja mal gucken, ob wir das mit genügend Estus Flasks irgendwie überleben. Ich glaube aber nicht, das war's. Gehen wir hier nach oben, dann stellen wir hier oben. Da komme ich ganz gut an die Seelen wieder ran. Ich versuch's mit den Estus Flasks. Ah, ich glaube, das war's. Oder sind es einfach die Leichen, die noch ein bisschen Gift ausdünsten, wenn man die tötet? Ja, das schaffe ich im Leben nicht. Na, wir warten jetzt. Oder tötet es einen gar nicht, doch es tötet einen, ne? Es gibt ja genügend Spiele, wo du Giftzeugs einen nur auf 1 HP bringt. Ja, sein können, dass es hier auch so ist. Na gut, aber wenn ich da jetzt Tod Nummer 2. Wenn ich da jetzt dauernd sterbe, macht es auf jeden Fall auch keinen Sinn, das mit Menschlichkeit zu versuchen. Na gut, ich versuche mal von den Leichen irgendwie wegzubleiben. Keine Ahnung. Wobei da unten auch wieder so ein Schütze war. Vielleicht sind es die Pfeilschützen. Keine Ahnung. Also der Kollege, der das letzte Mal auf dieser Leiter war, den meine ich jetzt. Ich hab den diesmal nicht gesehen, aber ich weiß, dass da ja einer ist. Irgendwo. Kauft ihr so Zeugs? Nein. Die Rüstung scheinen ja alle ziemlich geil zu sein. Zwölftausend, 15.000, 10.000 ist halt alles recht viel, ne? Aber unbesehen würde ich jetzt mal sagen, die sind besser als die Sachen, die wir haben. Well, that is a shame, but no matter.
Oder irgendwie auch immer. Oder ist es der Schamane da unten, der mich irgendwie verhext? Einfach die Gegner, weil ich zu nah an denen dran bin. Aber gegen so einen habe ich doch gerade gar nicht gekämpft, wo ich vergiftet wurde, oder? Wir haben auf jeden Fall auch so eine Giftaura irgendwie um sie rum. Ach Gott, ey, gerade mache ich das aber auch richtig schlecht. Drei wollte ich jetzt nicht nehmen, zwei. Ah ja, aber daran sind wir bisher nicht gescheitert, dass wir davon zu wenig hatten. So. Bleibt mal einfach möglichst weit hier, dass wir, wenn jemand von unten schießt, auch wenn ich es jetzt nicht gesehen habe, ihn nicht treffen kann. Ach, von da hinten kommt der. Ah, das werden die Giftpfeile sein. Ah, der Typ ist das. Ja, ich habe auf den Schützen getippt, dann war das richtig. Das ist ja krass, also zwei Treffer von dem und ich bin tot. Ah, das hat ihn natürlich nicht gekillt. Hatte ich ja das erste Mal richtig Glück, dass der mich nicht erwischt hat. Na gut, wenn er jetzt da unten bleibt, dann soll er da unten bleiben. Okay, jetzt kommt er hoch. Ne, der wartet da. Wie das letzte Mal. Dann soll er da warten. Und dann nur hoch? Hinten liegt noch was.
Also man könnte, wenn man wollte, auch ganz schnell hier runterkommen. Wollte. Ach, hier ist ein Feuer! Nee, du killst mich jetzt, du scheiß Drecksviech. Ah, wie habe ich denn das letzte Mal übersehen? Ah, wie ärgerlich. Ich bin direkt in die andere Richtung, oder? Alles klar, danke fürs Zusehen, Zepnir. Und ja, dann viel Erfolg beim nächsten Stream. Oder was auch immer du dich jetzt widmest. Okay, hier scheint erstmal irgendwie... Ach Gott, ich habe hier schon wieder eine Leiter übersehen. Dann sind wir jetzt genau die andere Richtung wie das letzte Mal, wo wir da die Richtung komisches Krakenwesen gelaufen sind. Purple Moss Clump. Nehmen mal an, dass das jetzt gegen die Vergiftung ist. Dass das das ist, was du meintest. Reduces Poison and Toxin Restore Status. Okay. Ah, okay. Und das ist das, was du meintest, dass Poison und Toxin unterschiedliche Sachen sind. Das war doch immer dieses Ding, da haben dich doch Leute bei Hearthstone aufgeregt, ne? Dass das eine irgendwie pflanzlich ist und das andere ist tierisch oder sowas. Dass das da zusammengeschmissen wird. Weil das Keyword bei Hearthstone ist ja poisonous. Und das passt halt nicht unbedingt, weil es vielleicht ein Toxin ist, was man da benutzt. Und kein Gift. Und kein Poison. Fand ich immer ein bisschen übertriebene Kritik, aber meinetwegen. What the fuck? Ich stand total gut drauf. Ach, ihr habt sie doch nicht mehr alle.
Na, kommt hoch, ihr Deppen. Oder eben nicht. Oder eben doch. Ach komm, du! Werd aufgespießt! Auf dich zu weigern. So, neuer Versuch, das gegen den stärksten Gegner, den wir bisher hatten, anzutreten. Die wackelige Brücke. Achso, nee, es ging ja nicht hier lang. Ja? Du bist drecksfähig. Humanity! Da liegt auch noch so ein Item. Okay, hier geht's irgendwie nicht weiter. Da habe ich hier irgendwie einen Weg übersehen. Muss eigentlich irgendwo einen Weg übersehen haben, weil wir sind doch jetzt diese Wackelbrücke nicht um uns gelaufen, oder? Aber ich sehe hier auch keinen anderen Weg. Wackelbrücke wieder zurück. Ist hier wirklich sonst nichts? Ach komm! Da waren schon noch kurz engere Wege, die man noch ein Stück weiter gehen konnte. Jetzt müssen wir zumindest mal die Seelen noch holen. Und wenn wir es nicht schaffen, dann haben wir auch keinen Grund mehr dahin zu gehen. Thank you.
Aber es kann doch nicht sein, dass hier unten nichts ist außer zwei Items. Oder? Wow! Na gut, dann wieder nach oben. So, da wir nicht wirklich irgendwas gemacht haben, können wir uns auch nochmal hier ransetzen. Andererseits reichen 2000 auch nicht mehr, um da ein Level abzugeben. Da können wir uns das auch sparen. Hey, Buhumu! So, hier geht's nach oben. Kommen wir her. Kommt man denn dahin? Ach komm! Ich sehe das immer nicht. Ich habe jetzt dieses Zeug, aber dadurch, dass hier das Feuer um die Ecke ist, nehmen wir das Feuer.